Vielen Dank. Da der Tagesordnungspunkt bzw. das eingebrachte Gesetz zur Weiterentwicklung des Berliner Justizvollzugs heißt, sei vielleicht erst noch einmal für die, die nicht so tief in der Materie sind, ein potenzielles Missverständnis ausgeräumt. Dieses Gesetz wurde vom Senat nicht eingebracht, um den Berliner Justizvollzug weiterzuentwickeln. Es wurde eingebracht, weil die Föderalismusreform die Verantwortung für das Thema Justizvollzug auf die Länder übertragen hat und Berlin jetzt auch wirklich mal dran war, als vorletztes der Bundesländer das selbstständig zu regeln. Ansonsten ist es so, dass der eingebrachte Antrag die existierenden Standards im Berliner Justizvollzug abbildet und nicht mehr. Das ist jetzt auch nicht meine oppositionelle Rhetorik, das steht wörtlich so in der Gesetzesbegründung. Dabei hätte man ja durchaus, nachdem das Bundesstrafvollzugsgesetz, das jetzt nicht mehr gilt, schon einige Jahrzehnte alt ist, auch wenn es seinerzeit ein großer Schritt nach vorne war, durchaus mal in diesem Rahmen systematisch evaluieren und weiterentwickeln können. Das haben die Länder insgesamt eher nicht gemacht. Allerdings hat Berlin dann auch nicht mal das gemacht, was zumindest einige Länder gemacht haben, nämlich sich in zumindest gewissen Punkten dahingehend Überlegungen gemacht, was man tatsächlich am Justizvollzug weiterentwickeln kann und wie man möglicherweise der Resozialisierung oder dem, was halt in der heutigen Zeit der Angleichungsgrundsatz bedeutet, tatsächlich Rechnung zu tragen. Und auch in der Ausschussberatung hat die Koalition dann keine nennenswerten einen Punkt oder beziehungsweise der einzige Punkt wurde ja vorhin genannt, hat allerdings auch mehr symbolischen Charakter, muss man sagen, keine nennenswerten Änderungen am Gesetzentwurf vorgelegt. Es ist also in dem Sinne keine Weiterentwicklung, sondern eine Beibehaltung des Berliner Justizvollzugs. Wir haben als Opposition eine ganze Reihe von Änderungsvorschlägen gemacht und Anträgen, die Sie alle abgelehnt haben. Wir haben sie jetzt hier nochmal eingebracht. Einige wurden schon angesprochen, einige wichtige. Ich erwähne auch nochmal die Abschaffung der Arbeitspflicht. Einige Bundesländer sind diesen Schritt gegangen. Damit verbunden ist dann auch eine Erhöhung der entsprechenden Entlohnung. Es ist an einigen Stellen eine Stärkung verbriefter Rechte gegenüber reinen Ermessensentscheidungen. Es ist in der Tat die Frage nach den Kommunikationsmöglichkeiten, die Gefangene mit der Außenwelt haben, Telefonie und auch Internet. Und dann an der Stelle noch einige Worte zu dem Antrag, der jetzt hier auch mitberaten wird seitens der Koalition zu einem Pilotprojekt Internet im Vollzug. Ja, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, ohne Frage. Allerdings haben Sie sich halt hier auch nicht dazu durchringen können, im Gesetz entsprechende Regelungen zu verankern, wie sie für andere Medien, also für Briefe, für Telefon und so weiter, ja vorhanden sind. Das Gesetz ist hier also noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Und zweitens ist dieser Antrag, den Sie jetzt gestellt haben, ja auch nichts Neues, denn Sie haben bereits in den Haushaltsberatungen sogar konkrete Mittel für ein solches Pilotprojekt eingestellt. Es wurde auch vorher schon einmal ein solches Pilotprojekt angekündigt. Vor einigen Jahren passiert ist dann da nichts. Es wird so wahrscheinlich auch in dieser Legislatur nichts mehr passieren. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der Antrag ist überflüssig. Kann ihm zudem in seinen technischen Details einige Ungereimtheiten entnehmen, weshalb ich jetzt nur empfehlen kann, sich da zu enthalten meiner Fraktion. Insgesamt, das Ganze ist keine Weiterentwicklung, es ist eine in dem Sinne verpasste Gelegenheit. Allerdings wird man sich in der Tat das Thema Justizvollzug dann in Zukunft auch nochmal angucken müssen, wenn man Erfahrungen aus den verschiedenen Bundesländern hat. Und wenn man weiß, ob denn die Aussage des Senats, dass dieses Gesetz, so wie es jetzt vorgelegt ist, keinen Personalmehrbedarf bedeutet, im Justizvollzug tatsächlich zutrifft. Vielen Dank.